das ist jetzt geleckt. So, meine Damen und Herren, willkommen wir jetzt zurück zu einer neuen Folge hier auf einem wunderschönen Kanal. Ja, heute spielen wir Robocraft. Heute habe ich wieder mehr Zeit zum Schneiden. Und ich habe hier eine Kleinigkeit geändert. Ich habe jetzt hier die Antriebe MK2, also die zweite Stufe gemacht. Ich bin mal gespannt, mit 62 kN pro Turbine werden wir mal wo einiges erreichen. Außerdem habe ich noch ein etwas anderes hier, womit wir dann mal gucken. Aber erstmal gehen wir damit in den Kampf und gucken mal, ob der sich eigentlich gut damit schlägt. So, da sind wir natürlich in der ersten Runde. Wir haben hier unseren wunderschönen Antrieb, sind natürlich wieder gespawnt, so wie jedes Mal. Ich habe hier die kleine Radarantenne. Ich weiß nicht, ob ich die schon letztes Mal oben drauf hatte, aber okay. Wir werden mal gucken, wie wir hier abgewinnen. Ja, ich glaube, der ist doch schon einiges schneller. Ja, ist logisch doch schon einiges schneller, ja. So, jetzt hoffen wir natürlich, dass wir hier auch halt durchkommen. Wir gehen natürlich heute mehr in die Front rein. Wow! Da kommt's schon. Da kommt er. Ich liege. Ist unfair. Fuck, ich liege. Bin weg. Gut, dann zeige ich euch mal das andere Fahrzeug. Oh, nice. So, hier sehen wir natürlich die Statistik, die wir letztes Mal auch schon gesehen haben. Roboter-Ranking ist Elvis auf den 623. Platz. Finde ich eigentlich nice, dass das schon soweit ist. Denn jetzt kommen wir zu dem Nummer 3 und das ist ein Fliegender. Er fliegt ein kleines bisschen. Ich kann dir mal zeigen, mit was ich hier bin, unterwegs bin. Wo bin ich denn hier? Ich war mittendrin. Das ist ein großes Haus wegen dem Ding hier. Es sind sehr, sehr viele Waffen dran. Und ich habe die Hoverblades MK2 dran. Ich könnte natürlich hier noch die MK1 dran machen. Ich glaube, die mache ich jetzt auch mal dran. Die habe ich nämlich zwar nicht drin. Wir machen mal hier dran. Mal gucken, was passiert. Achso, ich habe keinen mehr. Damit wollen wir noch einen kaufen. Über die AP. Oh. Ich bin gespannt, wie das jetzt sich verhält. Wir sind mit den das erstmal drin und natürlich sehen wir uns hier im Kampf. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob ich jetzt wirklich höher fliegen kann oder nicht. Das habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. Auf diese Idee kam ich noch nicht. So. Mit Schiff können wir runtergehen, glaube ich, mit Leertasten nach oben. Ja, mit Leertasten geht es nach oben. Nein, also unbedingt weiter hoch geht's dann nicht. Es ist jetzt ungleichmäßig sein. Ich glaube, da hau ich nochmal zwei hier vorne ran. Oder ich mache die allgemein weg. Denn es fliegt mir ein bisschen sehr ungenau. Wir gehen einfach nochmal dann in eine Runde, wo ich einfach ohne den bin. Ich kann natürlich auch gleich mal zeigen, was ich mit denen natürlich machen kann, was ich eigentlich nice finde. Hier ist jetzt keiner. Jetzt kann ich zum Beispiel hier so ranfahren. Und im richtigen Winkel komme ich hier hoch. Und könnte mich als Sniper hier positionieren. Wenn ich da schon einer ist. Oh, Lektor! Es ist Lektor! Boah, das ist jetzt geleckt. Ja, es sind MK3, Leute. Okay, mit Ketten gibt es auch schon. So, man hat ja jetzt einigermaßen gemerkt, dass es leckt. Es ist nicht schön. Hier hat man nochmal die Statistik. Ich habe nicht sehr viel jetzt rausgeholt. Ich werde jetzt diese Dinger wieder abbauen. Dann gehen wir einfach nochmal rein damit.
Und können wir mal. Ich sehe, mit weniger Teil, desto weniger, desto runter geht's mit dem Ranking. So. Jetzt geh ich immer weiter hoch mit dem Ranking. Ich werde jetzt einfach mal so reingehen. Wir werden natürlich sehen, was jetzt gleich passiert. Okay, Leute, jetzt mein Spiel ist abgekackt. Aber ich will das jetzt nicht nochmal neu starten. Wir werden nächstes Mal sehen, wie sich das verhält. Wie wir es machen, werden wir mal gucken. Der Part ist ja kurz geworden heute. Es gibt da auch nichts dran, aber trotzdem, wenn euch der Part gefallen hat, gebt natürlich einen Daumen nach oben. Gebt einen Daumen nach unten. Wenn nicht, kommt natürlich in den Livestream das Spiel. Wir werden das bestimmt wieder eine Runde spielen, wenn es klappt. Und dann auf Wiedersehen, euer Man's World. Ciao, ciao.